Gestern Bust, heute Boom, gestern Wachstumssorgen, heute alles egal, es wird schon irgendwie werden, obwohl sich die Faktenlage eigentlich nicht wirklich geändert hat. Im Gegenteil, die Delta-Variante ist jetzt weiter auf dem Vormarsch, aber heute spielt das keine Rolle. Das ist schon erstaunlich. Das ist so ein bisschen das Verhalten von manisch-depressiven. Die sind an einem Tag total deprimiert, total trübsinnig, am nächsten Tag total euphorisch. Und so ein bisschen ist das heute an den Märkten so oder ist das in den letzten Tagen an den Märkten so. Schauen wir uns zum Beispiel mal das Verhältnis an zwischen den Aktien an der Wall Street, die steigen, und die fallen, sogenannte New York Advanced Decline Verhältnis. Wie viele Aktien steigen, wie viel fallen. Gestern hatten wir einen der tiefsten Werte in diesem Jahr, also zur Eröffnung vor allem sind sehr, sehr viele Aktien gefallen, nur ganz wenige gestiegen. Heute, Stand jetzt, wäre es so, dass wir so viele Aktien heute steigen sehen wie noch nie im Jahr 2021, wenn es denn so bliebe. Wir sind also wieder mal mit einem Extrem unterwegs. Sven Hendrik sagt hier von Panic out to Panic back in, also panisch raus, panisch wieder rein, könnte man sagen. Das Verhalten manisch-depressiver: an einem Tag ist die Welt so, am anderen Tag ist sie wieder komplett anders. Vielleicht ist sie nächste Woche wieder komplett anders. Wir wissen es nicht. Ich glaube, dass wir weiter volatil unterwegs sein werden, dass das jetzt keine Einbahnstraße nach oben ist, aber auch wahrscheinlich nicht nach unten, weil eben die Nachrichtenlage, die Corona-Lage, die Relation zwischen Optimismus in Sachen Konjunktur, Pessimismus in Sachen Konjunktur wahrscheinlich immer wieder mal wechseln wird. Wir sehen hier diesen Wechsel etwa mal beim Chart des S&P 500. Tageskerzen, das ist schon ein bisschen, naja, wechselhaft, könnte man sagen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Der S&P heute mit einem neuen Allzeithoch. Wir sehen insgesamt Value wieder angesagt. Wir sehen starke Zugewinne beim Russell 2000, diesem Nebenwerteindex, der meist Value enthält. Wir sehen den Dow Jones stärker, Nasdaq auch im Plus, aber nicht ganz so stark. Also es sind die Tech-Werte, die nicht ganz so stark performen, obwohl Apple heute ein neues Allzeithoch erreicht hat. Aber die Renditen sind wieder gestiegen. Gestern waren die Renditen ja deutlich gefallen. Die 10-jährige US-Staatsanleihe auf 1,25%. Heute wieder mal 10 Basispunkte drüber, 1,35%. Also man kann sich nicht so wirklich einen Reim draus machen. Was ist jetzt los? Haben wir sozusagen ernsthafte Gründe, an dem Wachstum zu zweifeln, oder haben wir sie nicht? Ist die Inflation transitory oder ist es nicht? All das sind Fragen, die ja faktisch noch nicht entschieden sind. Dementsprechend sehen wir diese Schwankungen. Für manche ist derzeit in diesem manisch-depressiven Kontext eher die depressive Seite relevant, etwa für die Meme-Aktien. Wir sehen hier David Portnoy, jener YouTube-Star, Social-Media-Star, dessen Mantra ja lautet: Stocks always go up, Aktien steigen, nur die Meme-Aktien wie AMC und so weiter, die sind in den letzten Tagen nicht mehr so gut gelaufen. Dave Portnoy hat wohl nach eigener Aussage $150.000 pro Tag verloren in den letzten Tagen. Und was habe ich mir anhören müssen über AMC? Ich hätte doch gar keine Ahnung von der Technik, auch GameStop. GameStop gehört die totale Zukunft, AMC auch und so weiter. Alles nach meiner Auffassung absoluter Bullshit. Da wird eben händeringend nach Gründen gesucht, warum irgendwelche Unternehmen, die zweifelhaft sind, die vielleicht überleben, vielleicht auch nicht, irgendwie eine ganz tolle Zukunft haben, damit man vielleicht mit Spekulationsgewinnen irgendwie mal was rausholen kann durch einen Short Squeeze. Aber faktisch war das wahrscheinlich mechanisch bedingt an den Märkten, hat wenig mit Fundamentalität zu tun. Dementsprechend sehen wir jetzt so einen Rücklauf zur Realität. Tech, wie gesagt, heute gar nicht so stark, wenn wir uns mal die verschiedenen Sektoren anschauen. Heute haben wir jetzt wieder Finanzwerte stark, eben weil die Renditen steigen, die Zinskurve sich wieder etwas versteilt. Genau das Gegenteil von gestern. Wir haben also die Verliererwerte, Energie, gestern Energie, Finanzwerte, Materials, Industrials, das waren die Verlierer. Heute sind es die Gewinner. Tech, wenn wir uns das mal anschauen, die ja in den letzten Wochen eigentlich gut gelaufen sind im Vergleich zu Value, ist so im Mittelfeld derzeit seit Jahresbeginn. Also da ist die Messe noch nicht gelesen, was sich jetzt eigentlich durchsetzen wird, Value oder Growth. Gestern, und auch das ist bezeichnend für dieses manisch-depressive Verhalten, hatte China ja, oder war die Rede davon, dass China möglicherweise die Reserveanforderungen für Banken senken wird. Es war klar, dass das irgendwann kommt. Es ist überraschend so ein bisschen, dass es jetzt schon kommt, also so schnell kommt. Jetzt hat
China hat die People's Bank of China die Reserveanforderungen um 0,5% gesenkt. Das wirkt sich dann unterschiedlich aus auf die verschiedenen Banken. Jedenfalls sehen wir, dass hier eine Aufweichung der Geldpolitik wieder da ist. Man macht die Geldpolitik wieder ein bisschen laxer. Gestern hat man sich gesagt, oh, das ist ein schlechtes Zeichen, wie schlecht muss es der chinesischen Wirtschaft gehen. Heute sagt man, cool, dass sie es tun. Ja, ist doch schön, haben wir wieder mal etwas mehr Liquidität im System. Also heute so, morgen anders. Wer wird schlau draus? Die Fed hat sich heute auch geäußert. Die hat zweimal im Jahr den sogenannten Monetary Policy Report, den sie an den Kongress übermittelt. Da waren interessante Aussagen drin. In der nächsten Woche wird Paul ja wieder vor dem Kongress aussagen. Und da war zum Beispiel die Rede von den Upside Risks, von den Aufwärtsrisiken für die Inflation. Die hätten deutlich zugenommen, aber diese Inflation ist more lasting, dauert also länger als erwartet, but still likely temporary. Vorher haben sie gesagt, absolut temporary, transitory. Jetzt etwas länger dauernd, aber wahrscheinlich transitory. Also man merkte, da rudert man so ein bisschen zurück. Es verändert sich was in der Aussage. Es hat sich ja gestern noch was verändert bei der EZB, die gesagt hat, wir werden 2% und eine Überschießene tolerieren. Jetzt ist heute das EZB-Protokoll veröffentlicht worden. Und da sieht man, da gab es schon einige, die gesagt haben, Mensch, lasst uns mal beginnen, die Anleihekäufe ein bisschen zurückzufahren. Einer davon wird sicherlich aus Deutschland kommen, den werden wir gleich sehen. Einer dagegen hat gesagt, wir müssten eigentlich noch viel mehr Anleihen kaufen. Und ich habe einen groben Verdacht, wer das ist, nämlich Panetta von der Banca d'Italia, also der Vertreter Italiens in der EZB, der hat gesagt, also da müssen wir noch mehr machen. Aber man sieht auch hier Tapering Talk, they are talking about talking within the ECB, könnte man sagen. Auch hier sieht man erhöhte Inflationsrisiken jetzt. Also all das ist jetzt eigentlich nicht der Stoff, aus dem eine absolute Rallye gemacht wird normalerweise, weil eben doch relativ hawkisch, in Anführungszeichen relativ hawkisch, also jedenfalls nicht jetzt ein Grund zu sagen, wow, die Notenbanken bleiben ewig dovish. Weidmann, den ich vorhin meinte, der Deutsche, der wahrscheinlich sich eingesetzt hat in der EZB, um die Anleihekäufe zu reduzieren, der hat gesagt, ja, wir wollen eigentlich keine überschießen, sondern wir wollen diese 2% haben. Das ist unser Ziel, weder niedriger noch höher. Also hier nochmal versuchte Weidmann so ein bisschen die Bedenken in Sachen Überschießen der Inflation zu zerstreuen. Bedenken, die Frank Schäffler hatte, ein FDP-Abgeordneter und großer Kritiker der Geldpolitik der FDP, der EZB und anderer Notenbanken. Ich habe mit Frank Schäffler mal ein Interview geführt, ist schon 2-3 Jahre her. Jedenfalls, der hat getwittert, das neue Inflationsziel der EZB sei brandgefährlich, es legitimiert die Geldentwertung als normalen Vorgang. Daraufhin hat Marcello Fraccherino sofort natürlich wieder geantwortet, das ist ja überhaupt nicht richtig, denn fast alle Notenbanken definieren ja ein 2% Inflationsziel. Das stimmt, Marcello, das ist schon richtig, aber faktisch haben wir es ja dann doch mit Geldentwertung zu tun. Wenn ich also 2% mehr Geld brauche, um mehr Euros brauche, um dieselbe Sache zu kaufen, dann ist das natürlich auch eine Geldentwertung. Da kann man reden, wie man will. Wir haben ja ohnehin schon eine massive Inflation bei Assets, Aktien, Immobilien. Jetzt scheint möglicherweise das so peu à peu durchzuschlagen, eben auch auf die Verbraucherpreise, die offizielle Definition von Inflation. Aber Marcello will ja unbedingt noch in die EZB, also da muss er noch ein bisschen Gas geben. Und wenn wir nach Deutschland kommen, auch der DAX heute stark, eben weil Old Economy, weil Value heute gut läuft und weil zum Beispiel Volkswagen heute in einer Ad-Hoc-Mitteilung gesagt hat, wir haben 11 Milliarden Gewinn gemacht im ersten Halbjahr. Nicht schlecht, kann man sagen. Also die Wolfsburger, die sind schon nicht so schlecht aufgestellt, auch mit ihrer Elektromobilität. Und wenn wir das mal mit Tesla vergleichen, 11 Milliarden, das haben die ihr in ihrer ganzen Firmengeschichte noch nicht verdient, sondern eher verbrannt. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass Elon Musk, der wird dann auf dem Mars ganz viele Autos verkaufen. Dementsprechend sind die Bewertungsunterschiede natürlich gerechtfertigt, meine Damen und Herren. Das wird in Deutschland gerne vergessen, gell, was auf dem Mars an Vertriebspotenzial noch besteht. Heute habe ich jemanden im Radio gehört, der sogar Tesla berät, ein Wissenschaftler, der gesagt hat, also auf Mars, und das ist ja das große Ziel von Elon Musk schon seit seiner Kindheit,
da die Besiedlung, das ist anspruchsvoll. Das kann man so ungefähr machen wie an der Antarktis, dass also da extrem Bauweise ist und dann können die Leute nicht wirklich raus. Also so richtig verstehe ich die ganze Geschichte nicht, aber to the moon, gell, Tesla to the moon ganz unbedingt. Deswegen wird sich irgendwann diese Bewertungsdifferenz schließen. Wenn Sie mich fragen, ich wäre da eher fundamental auf der Volkswagen-Seite als auf der sehr viel heiße Luft beinhaltenden Tesla-Seite. Ich weiß, jetzt wird die Glaubensgemeinschaft wieder revoltieren, aber ich bin Agnostiker, meine Damen und Herren, und nehme das in Kauf und wünsche jetzt ein schönes Wochenende nach einer, wie ich finde, anstrengenden Woche. Schauen Sie noch mal rein bei Boom & Bust, wenn Sie es nicht getan haben, was wir gestern live ausgestrahlt haben. Am Wochenende haben Sie Zeit dafür. Dauert um und bei eine Stunde. Würde mich freuen. Servus und ciao.